Herzlich willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Abenabe ist hier immer noch auf Sommersend vor dem königlichen Palast und wir lesen uns meine Queststatus vor. Eine neue Allianz. Nach der Rettung des Kristallturms möchte Valserent für seinen zukünftigen Schutz ein Treffen der einflussreichsten Führungspersönlichkeit Sommersends einberufen. Oriandra hat mich gebeten, sie vor dem königlichen Palast in Alinor zu treffen. Ich sollte mich schnellstmöglich dorthin begeben. Ja, und da sind wir jetzt gerade, in der Absicht, mit Oriandra zu sprechen. Ist das wirklich ein Mitglied des Psijic-Ordens? Anscheinend. Es muss etwas Wichtiges vorgehen, wenn sie aus ihrem Versteck kommen. Wie kann Rigot einen Frieden aushandeln, wenn die blöden Hochelfen nicht mit ihm reden wollen? Also Rigot hat noch eine Quest für uns, aber nicht jetzt. Oh, was für eine Ehrenwache. Oder ist das die Leibwache? Wahrscheinlich eher die Leibwache. Ich glaube nicht, dass... Ich weiß es nicht. Egal. Endlich seid ihr da. Wir konnten alle zusammenholen, aber das Treffen hat schon begonnen. Valsirin wollte, dass man wartet, doch die Sapiarchen wollten umgehend erfahren, was hier vor sich geht. Wie läuft das Treffen bisher? Soll ich ehrlich sein? Nicht gut. Selbst die stellvertretende Königin zögert noch, unsere Bitte anzunehmen. Wie üblich machen sich alle derart Sorgen um die Einhaltung der richtigen hochelfischen Bräuche, dass sie sich weigern, vernünftig zu sein. Ich bin mir nur nicht sicher, wie wir hier gewinnen sollen. Ach, du liebe Güte, ich gehe rein und schaue nach, ob ich helfen kann. Tarendinion, Molins Damil, Orarelve, Intilgalion. Also die haben alle Namen, ob die könnten vielleicht questrelevant werden. Die Wächter da, die Psychic-Wächter. Also ich schalte jetzt nicht auf Pausetaste um, weil ich annehme, dass hier, dass wir, sobald wir aus dem Ladebildschirm rauskommen, Gespräche hören. Die möchte ich im Video drin haben, nicht verpassen. Also diesmal müssen wir durch den Ladebildschirm durch. Nicht, dass die Gespräche noch abgeschnitten werden, nur weil ich Pausetaste drücke. Jo, schaut im Prinzip aus wie meine Psychic-Villa. Das ist dasselbe Hausmodell. Da könnte ich mir vielleicht die ein oder andere Inspiration holen. Andererseits ist meine Psychic Villa fertig gebaut inzwischen. Okay, die haben ja weniger Tische als ich. Alle haben sich in der Ratskammer versammelt. Ihr solltet hineingehen. Da, wo hier die Ratskammer ist, ist bei mir ein kleines Museum. Nur mal so aus Neugierde, könnte ich da reingehen, wenn ich das wollte? Nein, da hängt eine Kette davor. Das habe ich mir gedacht. Da sind bei mir ist bei mir der Toilettenanbau drin, das Badezimmer und die Quartiere für vier meiner Wächter. Kann ich auch nicht rein. Da ist bei mir die Küche drin. Hier steht bei mir der Thron von Cyrodiil, weil Calrissa wurde ja Kaiserin und dann kann man den Thron von Cyrodiil nachbauen. Gut. Auf die Idee hätte ich auch kommen können, ein paar Blumentöpfe aufhängen, bin ich aber nicht. Ich hab das vorm Haus gemacht, aber nicht im Haus. Ich habe andere Blumentöpfe verwendet stattdessen. Aber die Ihr Idee könnt ist solche gut. Forderungen nicht stellen. Die Sapiarchen sind die Hüter des Kristallturms. Hier geht es um mehr als um das Kolleg der Sapiarchen, Lanatil. Wenn Ra's unterbrechen dürfte, vielleicht sollten wir uns unsere neu eingetroffene Freundin Wir anhören. stimmen Rasum dazu. Hören wir, was diese Abenteurerin zu sagen hat. Hallo, ich bin deine Cousine im Moment. Aber gut, davon weiß das Spiel natürlich nichts, ne? Jetzt wollte ich euch doch zeigen, die Verwandtschaftsverhältnisse, ob es mir gelungen ist. Warte mal. Sit, Chair.
Schauen wir mal, ob ich mit der Kamera nah genug rankomme. Ja, geht so. Könnt ihr ja selber mal entscheiden, ob mir gelungen ist, die Verwandtschaftsverhältnisse an den Gesichtszügen herauszuarbeiten. Ich würde sagen, schon. Ich meine, jetzt müsste noch Eren hier sein, weil ich habe versucht, ein Zwischengesicht zwischen Alvinar und Eren zu machen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Oder man könnte ihre Verwandtschaftsverhältnisse... Also ich finde schon, ihr könnt ja selber entscheiden, ob es geklappt hat. Da habe ich sehr viel Zeit investiert. Da habe ich, glaube ich, stundenlang gebraucht, bis ich endlich mit dem Gesicht von Avenave zufrieden war. Die Sapiarchen erkennen euren Mut im Namen Lelandrils und des Kristallturms an. Aber es gibt nichts, was ihr sagen könntet, um unsere Entscheidung diesbezüglich zu ändern. Ohne die Schutzzauber, die die Leute draußen halten, braucht man einen neuen Weg, um den Turm zu schützen. Behauptet zumindest Valsiren. Wenn das wahr ist, wird das Kolleg neue Maßnahmen ausloten, um den Turm zu beschützen. Das liegt deutlich innerhalb des Rahmens unserer Möglichkeiten. Die Psychiker sind verantwortlich für all das, was geschehen ist. Warum sollte ich ihnen jetzt vertrauen? Die dädrischen Fürsten hätten schon einen Weg gefunden, ganz ungeachtet der Taten des Ritenmeisters. Vielleicht habt ihr recht, doch das ist nicht der Fall. Es waren nicht die Sapiarchen, die diese Ereignisse auslösten. Das war der Psychic-Orden. Meine Leute sind zum Schutz des Turms gestorben. Warum sollte ich ausgerechnet von jenem Orden Unterstützung annehmen, der sie auf dem Gewissen hat? Na, der Psychic-Orden hat mir geholfen, die dädrischen Fürsten aufzuhalten. Ohne ihn wäre der Turm gefallen. Wie dem auch sei, die Sapiarchen werden das tun, was sie schon immer getan haben. Wir werden den Kristallturm beschützen. Eine solche Verantwortung jemand anderem zu übertragen, ist ein viel zu großes Risiko, als dass wir es eingehen könnten. Die Sapiarchen können den Turm nicht alleine beschützen. Das ist eure Meinung. Ihr seid ein Neuankömmling. Welchen Grund gibt es zu glauben, dass eure Absichten im besten Interesse Sommers End sind? Nach allem, was ich weiß, wollen die Psychiker und ihr den Turm doch nur zu euren eigenen Zwecken einsetzen. Ich denke, ihr begeht einen Fehler. Unsere Freundin hat ihr Können immer wieder bewiesen. Ra's denkt, dass ihr von diesen Taten hören solltet. Oriandra, lasst jetzt unsere Gäste rein, ja? Was genau habt ihr vor, Rasumdar? Ich bürge für diese Abenteurerin. Während ich blind vor Hass und Vorurteilen war, retteten ihre Taten Schimmerheim. Okay, ich bin vielleicht zu früh hier. Als Schlachtenvogt Alinors bürge ich nur für jene, die es verdient haben. Diese Abenteurerin trotzte großer Gefahr, beschaffte wichtiges Wissen über den Seekreckenangriff und rettete Sommers End. Auch wenn Sapiarchen und Magiergilde nicht immer einer Meinung sind, wisst ihr um meinen guten Ruf? Diese Abenteurerin rettete mein Leben und bewies Tapferkeit und Ehre. Wir haben genug gehört. Wir akzeptieren, dass die Abenteurerin vertrauenswürdig ist. Sapiarch Lanatil, hört euch an, was sie zu sagen hat. Okay, ich frage mich gerade ernsthaft, wer hier noch alles aufgekreuzt wäre. Hätte ich die Quest in Lillandrill schon erledigt und... in Silverwide. Keine Ahnung, ob das auch noch sich ausgewirkt hätte. Aber sind wir mal... Also hier ist ja auch noch die Akademie der Illumination. Also ich denke auf jeden Fall hier in Lillandrill, das hätte sich jetzt hier ebenfalls auswirken können. Sind wir mal froh, dass drei Bürgen reichen. Ich entschuldige mich für meine Unterstellungen. Es steht fest, dass ihr sehr viel Gutes für Sommers End und sein Volk getan habt. Der Schutz des Kristallturms ist schon seit Anbeginn der Zeit Pflicht des Sapiarchen. Das jetzt zu ändern wirkte, als hätten wir versagt. Wir müssen sicher gehen, dass der Turm von jetzt an geschützt ist, damit wir nicht wieder scheitern. Ich kann die Wahrheit eurer Worte nicht verleugnen. Wohlan denn. Von jetzt an werden die Sapiarchen Hilfe von außen annehmen, um den Kristallturm bestmöglich zu beschützen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen. Aber ich weigere mich immer noch zu erlauben, dass der Psychic-Orden uns hilft. Naja, immerhin ist es jetzt so weit, dass Avenave ihr helfen kann, ne? Solange ihr einen Plan habt, wie der Turm geschützt bleibt. Ich verspreche, dass wir mit der stellvertretenden Königin zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass der Kristallturm sicher bleibt. Ich werde sofort mit den Vorbereitungen beginnen.
Wir werden sogar der göttlichen Strafbehörde und der Magiergilde erlauben, an unserem Vorhaben mitzuwirken. Das klingt nach einer guten Idee. Ras ist sich sicher, dass es noch viele weitere Einzelheiten auszuarbeiten gilt. Aber vorerst will dieser etwas Ordentliches Wartet zu bitte trinken. Kurz, meine Freundin. Ich möchte unter vier Augen sprechen. Och, die stellvertretende Königin Alvinarva, also Avinarvas Cousine. Ach, ich wollte jetzt eigentlich nochmal... Gut, ist jetzt zu spät, kann ich jetzt nicht ändern. Ja, vielleicht treffen wir sie ja nochmal. Aber ich wollte nochmal einen Vergleich. Nanu. Ich wollte nochmal einen Vergleich in dem Outfit machen, weil das ist im Prinzip das, was Alvinarva auch anhatte, nur anders gefärbt. Da wäre, glaube ich, die Ähnlichkeit... noch. Das ist nicht mal Diebstahl. Dann geht's mit. Schön, dass ich reingeschaut habe. Hat sich schon gelohnt. Alinorischer Teppich. Schauen wir uns den mal in der Vorschau an, falls das geht. Ich glaube, den kenne ich schon. Aber macht nichts. Der ist ein bisschen was wert. 255 bis 319 wird vorgeschlagen. Egal. Hauptsache, ich mache jemanden eine Freude, der diesen Plan sucht. Danke, dass ihr mir helft, diese letzte Schlacht zu gewinnen. Auch wenn der Psychic-Orden nicht zu denen gehört, die den Turm schützen, werden wir doch aus der Ferne zuschauen. Und jetzt ist es Zeit, dass wir Sommers End verlassen. Ihr geht? Ist das klug? Wir wollten eigentlich nie so direkt in die Ereignisse eingreifen. Wir sind Zuschauer, Beobachter. Wir gehen zur Hand und lenken das Schicksal, aber wir haben es nie direkt geformt. Außerdem muss ich nach Atheum zurückkehren und das Amt der Ritenmeisterin antreten. Zumindest für eine Weile. Die Konklave hat euch zur Ritenmeisterin gemacht? Vorübergehend, bis wir diese Krise überstanden haben und eine Entscheidung für die Zukunft treffen können. In der Zwischenzeit möchte ich für das, was der Ritenmeister und Layton getan haben, Wiedergutmachung leisten. Das schulde ich Sommers End. Das war's dann? Ihr seid auf Atheum eingestimmt und habt jetzt eine Verbindung zum Psychic-Orden. Das Portal wird sich immer für euch öffnen und ihr seid stets auf unserer verborgenen Insel willkommen. Danke, denke ich. Gut. Übrigens, eine schöne Bibliothek kann man als Vorlage nehmen, wenn man seine Psychic-Villa noch nicht ausgebaut hat. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich natürlich Blut geleckt, jetzt wo ich einmal Erfolg hatte, ne? Was ein bisschen seltsam ausschaut, ist natürlich, dass sie den Schild hinter dem Kleid trägt. Das ist, glaube ich, so nicht üblich. Egal. Ist wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Protokoll. Jetzt schauen wir nochmal nach Alvinarva. Ist die da? Rasumda, nehmt euren pelzigen Hintern von unserem Thron. Nach allem, was Ras für Königin und Land getan hat, kriegt er nicht mal dieses bisschen Bequemlichkeit. Warum Vetterin Iron euch duldet, werde ich nie verstehen. Schön. So, jetzt können wir nochmal einen Vergleich machen. Jetzt stelle ich sie nochmal in demselben Kleid neben sie. Und ihr könnt vielleicht ein bisschen näher. Geht nicht. Hallo? Hör auf mit dem Quatsch. So, schauen wir es mal. Also wie gesagt, ich habe sehr viel Arbeit in das Gesicht gesteckt. Sollte ich vielleicht bei Gelegenheit... Nehmen wir nochmal auf der anderen Seite. So. Das ist besser. Also ich finde schon, dass man sieht, dass die beiden miteinander verwandt sind. Egal, lassen wir das. Ras könnte sich an so einen Platz gewöhnen. Also natürlich nur metaphorisch. Diesem wäre ein Thron mit mehr Polsterung sehr viel lieber. Aber genug von solchem Gerede. Heute feiern wir euren Sieg. Vom Neuankömmling zur Retterin Sommersends. Eine ganz schöne Leistung, ja? Ihr habt all diese Leute hierher gebracht? Ras dachte an viele unterschiedliche Pläne, als er von diesem Treffen hörte.
Er freut sich, dass schon der erste so gut klappte. Seine anderen Pläne waren... Nun, solch unangenehme Einzelheiten lassen wir lieber außen vor. Dieser hat nie daran gezweifelt, dass ihr es schaffen könnt, 5 Grale. Vielen Dank, Ras. Eigentlich hat Ras schon ein paar Mal an euch gezweifelt. Oder viele Male, aber er entschuldigt sich dafür. Schließlich habt ihr euch selbst als äußerst fähig erwiesen. Und natürlich wäre keine Heldentat komplett ohne eine Belohnung. Hä? Ihr erwähntet eine Belohnung? Das hat Ras in der Tat. Im Namen von Königin Eiren selbst ist dies für euch. Ironischerweise wurde Sommersend von einem eben jener Neuankömmlinge gerettet, denen man hier so sehr misstraut. Das ist eine gute Lektion für die Hochelfen, oder? Vielleicht merken sie jetzt, dass Veränderungen doch gar nicht so schlimm sind. Was kriegen wir denn da? Weisheit von Varnus. Magiker, Magiker-Regeneration, maximale Magiker. Magiekraft führt ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, so haltet ihr 3 Sekunden lang größere Pflege, was eure gewirkte Heilung um 25% erhöht. Das ist nicht schlecht. Muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Die Wirkdauer erhöht sich in Kombination mit einem Heilungsstab und dessen passiver Fähigkeit Essenz die zusätzlich. Das muss ich mir echt mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann noch vorbildlicher schützender Ring. Der ist nur was zum Zerlegen. Dieser Ring kann an einem Schmuckhandwerktisch analysiert werden. Durch die Analyse erlernt ihr die Eigenschaft schützend für Ringe. Hat sie schon gelernt. Sie ist schon Meisterin in dem Handwerk, aber egal. Und wisst zumindest ihr... Genießt es, meine Freundin. Ras hat das ganz sicher vor. Unser Thron, Rasumda. Wir hätten ihn gern zurück. Ihr seid so angespannt, Eure Majestät. Das muss am unbequemen Thron liegen. Vielleicht kann Ras euch ein höchst weiches Kissen empfehlen. So ein Kissen ist viel zu klumpig für unseren Geschmack, Katze. Ich bin echt mal gespannt, wie sie Ras da wieder wegkriegt. Ich glaube, das wird mühsam. Ach, Gottela. Schön. Einfach nur schön. Gut. So, und du willst in die Schlacht ziehen. Ich habe nicht vor, jetzt schon aufzuhören. Das ist 1,5 Folgen. Das ist... Da geht schon noch was. Hallo, ich habe doch das Kleid eben ausgezogen. Ja, meine ich aber auch. Gut. Wir wollten eine Quest von Schimmerheim machen. Das war jetzt... Also, dieses Buch ist wie von Zauberhand vor euch aufgetaucht. Ich weiß, was ich sah. Ich schaute von oben der Zeremonie zu und ich drehe mich nur ganz kurz um. Und dann ist dieses Buch einfach so aufgetaucht. Hör zu. Der Palast wurde von einigen der besten Magier auf Summer's End gegen Zauber geschützt. Da teleportiert keiner so einfach ein Buch hier rein. Vielleicht ist es verflucht. Ich habe es nicht angefasst. Es ist immer noch oben auf dem Sitz. Sollten die Sapiarchen es sich mal anschauen? Okay, klingt nach einer Quest. Aber wir wollten Schimmerheim machen. Ach so, ich könnte ja nochmal... warte mal, habt ihr noch was zu sagen? Ras hat noch sehr viel zu tun. Berichte zu verfassen, Nachrichten abzuschicken. Vielleicht wird er seine Familie besuchen, wenn all das hier vorbei ist. Es ist schon zu lange her, dass er sie gesehen hat. Aber erst wird Ras etwas sehr teuren Wein trinken. Es ist übrigens sehr interessant, dass die Palastwachen keine Anstalten machen, ihn vom Thron zu holen. Ich glaube, Alvinave hat ein Problem. Wir danken euch für eure Hilfe für unser grünes und schönes Land. Neuankömmling, ihr habt uns gezeigt, dass ein Wandel manchmal das Beste sein kann. Okay. Da stehen sie da, wie sie halt dastehen, wenn sie dastehen. So, Schimmerheim. Ja, ich denke aber trotzdem, dass ich diese Folge hier abschließe. Ist halt dann eine 20-Minuten-Folge. Weil sonst fange ich jetzt auf 10 Minuten noch was Neues an und muss dann 10 Minuten schon wieder splitten.
gefällt mir auch nicht. Trotzdem, Avenave muss noch was, muss heute noch was arbeiten. Na? Also, so viel ist sicher. Wir können ja mal... Nee. Wir machen das anders. Ich mache jetzt an dieser Stelle einen Cut. Und sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Serverleistung ist gerade so schlecht, dass ich jetzt darauf verzichte, das fortzusetzen.